Hey Steve, was hast du heute vor? Machst du die Straße schön eben, damit alle deine Freunde gut darauf fahren können? Das ist großartig. Tolle Arbeit, Steve. Was ist das für ein Geräusch? Ist das Amber, der Krankenwagen? Mal schauen, was da los ist. Hier ist Amber. Sieht so aus, als müsste sie ganz schnell zum Krankenhaus. Steve arbeitet in der Nähe vom Krankenhaus. Ich hoffe, er ist dir nicht im Weg. Hey, Steve. Amber fährt schnell Richtung Krankenhaus. Pass auf, dass du nicht im Weg bist. Was ist los, Steve? Du denkst, deine Walze sitzt fest? Versuch es doch nochmal. So ist es richtig, Steve. Versuch es so doll du kannst. Oh nein! Sollen wir es noch ein einziges Mal probieren? Okay, Steve. Dann sollten wir so schnell wie möglich Tom den Abschleppwagen rufen. Tom! Hey, Tom! Komm schnell! Steve, die Dampfwalze braucht deine Hilfe. Er steht direkt vor dem Krankenhaus. Beeilung! Oh nein! Amber ist schon da! Tut mir leid, Amber. Steve kann dir nicht aus dem Weg fahren. Es ist was mit seiner Walze nicht in Ordnung. Ach du liebe Güte, ich hoffe nur, Tom ist bald da. Komm schon, Tom. Keine Sorge, Steve. Tom ist auf dem Weg. Hier ist er auch schon. Hey, Steve. Tom ist da, um zu helfen. Keine Sorge, Amber. Tom hat Steve in 0, nichts aus dem Weg geräumt. Perfekt, Tom. Na, dann wollen wir mal Steve aus dem Weg schleppen, damit Amber zum Krankenhaus fahren kann. Gut gemacht, Tom. Hervorragende Arbeit. Jetzt kann Amber zum Krankenhaus fahren. Tschüss, Amber. Mach es gut. Na dann mal fix zurück in die Werkstatt und diese Walze repariert. Da sind wir auch schon, Steve. Was ist das Problem, Tom? Es sieht so aus, als wäre Steves Walze abgenutzt. Hast du Ersatzwalzen auf Lager, Tom? Pass auf, dass du die richtige auswählst. Du hast recht, Tom. Die ist viel zu klein für Steve. Die hier sieht aus, als würde sie perfekt passen. Sollen wir sie ausprobieren? Gute Idee, Tom. Wir müssen Steve erst ein wenig anheben. Denkst du, die neue Walze wird passen? Gut gemacht, Tom. Sie hat genau die richtige Größe. Muss bei Steve noch irgendwas repariert werden, Tom? Du hast recht, Tom. Steve braucht ganz dringend eine Wäsche.
Das ist großartig, Tom. Steve sieht so gut wie neu aus. Was ist los, Tom? Ah, ich verstehe. Steves Sitze sehen sehr alt aus. Hast du ein paar Ersatzsitze da? Die sehen viel besser aus. Schauen wir mal, ob sie passen. Du wirst wohl erst die Tür aufmachen müssen, Tom. Mhm. Der Sitz passt. Gute Arbeit, Tom. Mhm. Kann Steve jetzt wieder an die Arbeit gehen? Mhm. Nein? Aber warum denn nicht? Keine Sorge, Steve. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Willst du noch Steves Spiegel putzen, Tom? Gute Idee. Steve sieht ja so gut wie neu aus. Schau, wie zufrieden er ist. Großartige Arbeit, Tom. Tschüss, Steve. Tschüss, Tom. Hallo, Katie. Wie geht's dir? Der Wahnsinn, du bist unglaublich schnell. Ganz schön schwer, an dir dran zu bleiben. Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Hey, pass auf, das andere Auto. Ah, hier ist weniger Verkehr. Zeit, ein bisschen zu Atem zu kommen. Hey, Katie, pass auf! Oh, Katie, alles in Ordnung? Lass mich kurz Tom anrufen. Er hat dich schnell repariert. Warte hier, okay? Hey, Tom! Katie, das Kitka hat Probleme. Kannst du ihr helfen? Dann los, Beeilung, Tom! Hier links, Tom. Super. Rechts, bitte. Und jetzt Richtung Landstraße. Wir sind schon fast da. Schau, Tom, da ist Katie. Lass uns schnell zu ihr fahren. Hey, Katie, Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bist in guten Händen. Dann wollen wir dich mal in die Werkstatt bringen, Katie. Bist du bereit, Tom? Aha. Dann los. Und da sind wir auch schon bei der Werkstatt angekommen. Katie, Tom wird dich jetzt mal gründlich unter die Lupe nehmen. Ja, Tom. Katie braucht ein neues Rad. Könnte das hier passen, Tom? Nein, das ist Franks Reifen. Und wie ist es mit diesem hier?
Nein, das ist ein Traktorrad. Dieses hier? Aha. Perfekt. Großartig, Tom. Ja, du hast recht. Wir müssen die Tür komplett austauschen. Die Beule ist zu groß, um sie zu reparieren. Aha. Welche Tür würdest du nehmen, Tom? Diese hier? Aha. Nein? Wie ist es mit der hier? Aha. Nein? Und diese hier? Ja, diese Tür passt perfekt zu Katie. Sogar die Farbe stimmt. Das ist perfekt. Jetzt müssen wir das Schutzblech auswechseln. Das sieht aber schick aus. Ich wette, Katie gefällt's. Na, perfekt. Superb. Hey, Tom, worüber denkst du nach? Raus damit. Hey, sieht aus, als würde Katie eine Wäsche kriegen. Wow, Katie, du siehst ja brandneu aus. Also, du kannst wieder weiter, Katie. Super. Wir sehen uns und pass auf herumrollende Steine auf. Bis bald, Tom. Tschüss. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Jerry, das Rennauto. Bist du bereit für dein großes Rennen? Wow, hast du eine Geschwindigkeit drauf. Dieses Rennen gewinnst du mit Sicherheit, Jerry. Schnapp sie dir, Jerry. Oh oh, was ist los, Jerry? Alles in Ordnung? Das große Rennen ist in ein paar Stunden. Keine Sorge, wir kriegen dich wieder hin. Warte einfach hier. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er kann dir helfen. Hey, Tom. Langer Tag, was? Hey, hör mal, Tom. Jerry, das Rennauto, hat Probleme. Und sein großes Rennen ist in ein paar Stunden. Er braucht deine Hilfe. Großartig, Tom. Du bist echt ein Held. Dann komm mal mit. Auf zu Jerry. Da vorne, Tom. Jerry wartet auf uns. Oh oh, Vorsicht, Tom. Hey, Jerry, Tom ist da. Na, dann wollen wir mal.
Alle Mann in die Werkstatt! Bist du bereit, Jerry? Bereit, Tom? Was machen wir als erstes, Tom? Also, bei der Geschwindigkeit, die du fahren musst, ist es kein Wunder, dass dein Reifenprofil runter ist, Jerry. Zeit für einen Reifenwechsel. Passen die hier, Tom? Nein? Oh, natürlich. Die sind viel zu klein für Jerry. Wie sieht es mit denen hier aus? Perfekt. Na dann mal runter mit den alten Reifen und rauf mit den neuen. Und das war's auch schon. Du siehst toll aus, Jerry. Gibt's noch was, Tom? Oh ja, die Sitzbank sieht wirklich alt aus. Da drüben, Tom. Passt die? Zeit für eine neue Sitzbank. Ist das nicht aufregend, Jerry? Jerry sieht so glücklich aus. Der Heckspoiler ist beschädigt. Können wir da nicht was machen, Tom? Ja, der wird ausgewechselt. Also, welche Farbe denkst du, würde gut zu Jerry passen? Der rote mit den schwarzen Streifen? Hervorragende Wahl, Tom. Wow, Tom! Jerry sieht perfekt aus. Wie ein Gewinner. Was ist denn, Tom? Eine neue Wagennummer. Fantastisch! Die wird Jerry auf jeden Fall brauchen für sein Rennen. Ich drück dir die Daumen, Jerry. Viel Spaß! Tschüss! Tschüss, Tom. Bis bald. Hallo, Edgar. Gut zu tun heute, was? Hey, Vorsicht! Wow, du kannst das richtig gut. Gute Arbeit, Edgar. Die sehen ziemlich schwer aus, Edgar. Da wäre ich an deiner Stelle noch ein bisschen vorsichtiger. Hey, Edgar, alles in Ordnung? Oh nein, deine Schaufel ist abgebrochen. Wie willst du jetzt weiterarbeiten? Aber Edgar, keine Sorge, okay? Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich in 0, nichts reparieren. Hey Tom! Tom, wir brauchen deine Hilfe. Edgar, der Bagger, hat Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe, schnell. Beeil dich, Tom. Hier links. Beeilung. Super, Tom. An der Kreuzung rechts. Da geht's direkt zur Baustelle. Und hier ist auch schon die Baustelle.
Kannst du sehen, wo Edgar ist, Tom? Ist schon gut, Tom. Hier lang. Du wirst ihn schon finden. Aber sei vorsichtig. Schau, da, Tom. Kannst du Edgar jetzt sehen? Armer Edgar. Er sieht wirklich fertig aus. Hey, Edgar, Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Edgar. Bist du bereit, Tom? Na dann, auf geht's. Vorsicht, Tom. Ganz schön schwerer Transport, was, Tom? Aber schau, schon sind wir an der Werkstatt. Edgar, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Also, was denkst du, Tom? Ja, schauen wir mal nach einer neuen Schaufel für Edgar. Würde die hier passen, Tom? Nein? Wie ist es mit der hier? Nein? Und wie ist es mit der hier? Perfekt. Hervorragend. Also, die Schaufel ist repariert. Also, was kommt als nächstes, Tom? Ja, du hast recht. Wir sollten diese Tür reparieren. Da, Tom. Das Schweißgerät ist auf dem dritten Regal. Haben wir nicht noch etwas vergessen, Tom? Genau. Eine Schutzbrille, um deine Augen vor den Funken beim Schweißen zu schützen. Na, dann wollen wir mal. Vorsicht, Tom. Du auch, Edgar. Wow, das sieht gut aus, Tom. Keine hängenden Türen mehr, um die du dir Sorgen machen musst, Edgar. Bist du jetzt wieder ein glücklicher Bagger? Ich wette ja. Noch etwas, Tom? Denkst du, was ich denke, Tom? Perfekt. Dann wollen wir mal, Edgar. Zeit für eine Wäsche. Sieht so aus, als würde es Edgar gefallen. So gut wie neu, nicht wahr, Edgar? Dann kannst du jetzt los. Tschüss, Edgar. Viel Spaß. Tom? Bis bald, Kumpel. Tschüss.